Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute die erste Folge von meinem kleinen Collection-Update hier in Shadowlands präsentieren. Ich hatte das Format des Collection-Updates schon Ende von Battle for Azeroth. Da haben wir dann anhand von einem Add-on, das sich Order Things nennt, immer so ein bisschen geguckt, was ich jede Woche in meiner Collection so ein bisschen erweitert habe. Dazu zählt alles Mögliche von Mounts, Pets, Toys, Transmogs auch relativ viel über Quests, Anhänger, also das wirklich im All the Things ist alles drin und das Add-on, darum dreht sich so ein bisschen, beziehungsweise auch allgemein so um das Collecten. Jetzt hatte ich ein bisschen eine Pause eingelegt mit einem Collection-Update zumindest, weil am Anfang von Shadowlands sehr viel Zeug war, sehr viele Achievements, sehr viel Mounts, sehr viel Gedöns, ich da einfach auch viel zu tun hatte, beziehungsweise auch anderweitig mit Videos sehr, sehr viel Content hatte, den ich erstmal so ein bisschen abhaken musste. Und jetzt dachte ich mir, es ist wieder so eine ganz gute Gelegenheit. Das große Grobe haben wir durch. Bin nun natürlich noch nicht bei Weitem, noch nicht mit allem fertig, aber zumindest so, es setzt sich langsam auch unter anderem All the Things, das Add-on, um das es jetzt auch so ein bisschen geht. Sind die meisten Sachen drin? Werden, glaube ich, nie 100% von allem drin sein. Ne? Das ist immer so Work in Progress, das ganze Ding. Aber die meisten Sachen sind tatsächlich drin. Und ich dachte mir, ich fange wieder an mit dem kleinen Collection-Update und zeige mal so, was ich die letzte Woche mir so rangeholt habe. Dieses Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein, weil wir auf sehr, sehr viele Sachen eingehen werden. Wo bin ich gerade bei den Erfolgen? Wo bin ich gerade bei den Mounts, bei den Pets, bei den Toys, bei den Transmog-Geschichten? Also das sind jetzt ganz, ganz, ganz viele Sachen, die da offen sind. Und ja, ich würde sagen, wir steigen da einmal ein. Und zwar, was habe ich bis jetzt so in Shadowlands gemacht? Ich habe mir meinen Major hochgezogen auf Max-Stufe und habe schon mal einiges an Erfolgen, Mounts, Pets, Toys und diversen gesammelt. Hier kann ich euch einmal jetzt All the Things schon mal am Rande einblenden. Beziehungsweise bevor wir das besprechen, sollte ich vielleicht die Einstellungen zeigen, weil das interessiert viele Leute natürlich auch immer, was für Einstellungen hat er. Die ganzen Werte, die man quasi im Add-on sieht, sagen nichts aus, wenn man nicht weiß, was quasi eingestellt worden ist. Ich bin im Moment im Unique-Modus unterwegs. Irgendwann werde ich bestimmt auch den Kompletist-Modus noch mal ausprobieren und da mal ein bisschen was holen. Beziehungsweise Ende BFA hatte ich da ja auch schon ein bisschen gewildert in dem Metier, aber wir wollen uns jetzt erstmal zumindest noch auf den Unique-Modus konzentrieren. Ich habe alle Haken eingestellt, also tutti kompletti alles und auch hier quasi mit Account-Modus, also Account-weit, wobei ich 95% mit meinem Main mache. Ich mache eigentlich alles mit meinem Main. Manche Sachen, die gehen halt tatsächlich dann nur auf den Twink und dann ist es ein bisschen schwierig. Was jetzt hier nicht abgedeckt ist, glaube ich, damit Berufe von anderen Chars. Also wenn zum Beispiel ein anderer Char Eiche oder irgendwas anderes hat, dann ist das halt nicht drin. Ne? Also wir haben hier die ganzen Sachen drin. Achievements, Appearance, Azerit-Essenzen, gut, die spielen jetzt nicht mehr so viel Rolle. Pet Battle, Companions, Flight Parts, Follower, Heirlooms, Illusionen, Mounts, Musikrollen, die sind da tatsächlich auch drin. Quests, ich habe auch die Breadcrumb-Quests tatsächlich angehakt. Rezepte, Reputation, Selfie, Filter, Titel und Toys, also da haben wir tatsächlich alles mit drin. Und ich habe jetzt hier die Sachen vom Druid ganz normal drin gelassen, beziehungsweise hier oben habe ich den Haken rausgenommen bei saisonalen Filtern. Wenn man den Haken rausnimmt, ist es ein bisschen verwirrend, aber wenn ihr den Haken drin habt, wird es ausgeblendet. Wenn ihr den Haken draußen habt, wird es nicht ausgeblendet. Heißt, ihr seht hier, ich habe nur die Reiter eingeblendet, wo mir noch Sachen fehlen. Man kann nämlich hier auch Sachen umstellen, zum Beispiel Show Collected Things. Dann, Show Collected Groups machen. Dann zeigt er euch oder mir alle Gruppen an, die ich schon fertig habe. Und das sind ein paar Gruppen, wo ich komplett fertig bin. Zum Beispiel, ich habe alle Fraktionen, ne? Oder ich habe alle Selfie-Kameras oder ich habe alle Berufsrezepte tatsächlich. Das habe ich ja Ende BFA mir alles geholt und jetzt hier in Shadowlands quasi auch mir die ganzen Legendary-Sachen. Ich habe ja 50 Millionen Gold. Wer mein Gold-Tagebuch anguckt, der weiß das vielleicht. 50 Millionen Gold investiert, um die ganzen Berufe hochzuskillen, hat sich schon alles wieder amortisiert und ich habe nochmal 50 Millionen draufgepackt. Also läuft goldtechnisch bei mir auch relativ gut tatsächlich. Und dementsprechend bin ich da recht weit. Ich glaube, müsste da noch relativ weit sein. Wir werden uns jetzt hier auch ein paar andere Seiten gleich noch angucken.
gucken. Jetzt muss ich bloß schnell einschauen. Ich war nämlich relativ lange bei den Rezepten. Oh, ich bin immer noch auf einen Char bezogen. Wird Platz 1 bei den Rezepten. Also ich habe weltweit auf einem Char tatsächlich die meisten Rezepte um genau ein Rezept. Wunderbar. Aber das ist nur auf einen Char bezogen und nicht auf den ganzen Account. Beim ganzen Account schaut es schlecht aus, weil ich meine Twinks halt nicht sonderlich aktiv spiele. Achso, das sieht man jetzt nicht. Ja, da steht Taylor. Ich habe eins mehr als der Typ da unten. Okay. Anscheinend, zum Glück habe ich den Char seit Burning Crusade, ne? Und dementsprechend ein paar ältere Classic und Burning Crusade Rezepte, die da mit dem Cutter Revamp rausgeflogen sind, die habe ich tatsächlich noch. Ja, sind wir auf jeden Fall weit vorne, genau. Also solche Sachen werden wir durchgucken. Wir machen jetzt wieder die Collected Sachen raus. Wir wollen uns hier hauptsächlich anschauen, was mir noch fehlt. Gut, bevor wir jetzt hier aufs Older Things eingehen, würde ich sagen, gucken wir uns mal Mounts, Pets, Toys und diese ganzen Main Collectibles an. Ich finde es immer so ein bisschen schöner zu sehen, wenn man dann tatsächlich in die einzelnen Untermenüs reingeht. Ich werde dann auch nochmal ein paar Seiten benutzen, die ich aber auch schon mal vorgestellt hatte, ne, in Videos. Falls euch das interessiert, da sind dann bestimmt auch nochmal die Videos verlinkt, wo ich die vorgestellt habe. Gut, ich würde sagen, wir gucken als erstes in die Erfolge rein. Ich war halbwegs fleißig, ihr seht, ich habe 4173 von 4194 Erfolgen. Achso, vielleicht wer jetzt hier das erste Mal reinschaut und mich noch nicht so lange verfolgt, ich hatte Ende BFA, ne, war ich mit sowohl allen Erfolgen, Mounts, Pets, Toys, also alles, was man im Game spielen konnte, hatte ich alles komplett fertig. Ne? Deswegen sind jetzt hier, musste ich tatsächlich jetzt nur in Shadowlands die neuen Sachen farmen. Das ist immer eine relativ komfortable Lage, wenn man alles Alte fertig hatte. Und ich muss aber sagen, ich bin da halt an dem Stuff seit Classic dran. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich von heute auf morgen warte, sondern das war halt ein langer Prozess. Und wenn man dann immer nur das Aktuelle hat, dann geht's tatsächlich. Ich war jetzt Ende von BFA das erste Mal in der Situation, dass ich wirklich mit allem fertig war. Und da jage ich schon ein paar Jahre drauf hin. Also das ist eine langfristigere Entwicklung. Nichtsdestotrotz, quasi die Sachen, die ich in Shadowlands gemacht habe, sind halt nur die Shadowlands-Sachen, weil ich die anderen schon hatte, Gott sei Dank. Ne? Also wenn man den Punkt ist, ist es ganz gut. Vor allem in Shadowlands war es ein Haufen Zeug oder ist es noch ein Haufen Zeug. Aber was mir jetzt noch fehlt, sind 21er Folge, zumindest was hier angezeigt werden. Und wir können jetzt mal kurz drüber gucken. Also Charakter bin ich fertig. Quests habe ich auch alle gemacht. Erkundung habe ich auch alles fertig. Erkundung war ein bisschen ätzend. Das Letzte, was mir da noch gefehlt hat, waren hier diese Mythen aus dem Schlund. Das war ein richtiger Rotz. Den habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen gemacht, weil mir da nur einen Teil gefehlt hat. Da wird jetzt demnächst auch nochmal ein Video zu kommen, wie man das am besten farmen kann. Das hat sich ein bisschen gezogen und da waren auch so ein paar andere Sachen dabei. Unter anderem bei Quests war was Ätzendes dabei. Hier diese Rollen, das war jetzt über ein Dritteljahr, war das buggy, dann konnte der richtige Typ nicht kommen. Das sind so nervige Sachen. Ich weiß nicht, warum Blizzard so easy Achievements immer gaten muss, indem sie irgendwie wenn dann das verbuggt machen oder dass dann manche Mobs einfach nicht auftauchen. Das nervt einfach. Ich weiß nicht, ich finde es unnötig, dass man dann wegen einzelnen Sachen so lange warten muss. Gut, egal, genug aufgeregt. Dann Erkunden habe ich auch, ne? Spieler gegen Spieler sind wir jetzt auch fertig. Da war auch ein Achievement buggy und zwar bei Welt war diese Geschichte buggy, du konntest die anderen Covenants nicht kriegen. Das haben sie jetzt mit dem Patch 9.05 gepatcht. Das funktioniert jetzt auch. Also Spieler gegen Spieler haben wir es auch. Dann, was mir fehlt, sind Dungeon Schlachtzüge. Und da fehlen mir ganze 12 Erfolge tatsächlich. Im Moment, ich habe zwar halbwegs Gear mit meinem Char, also 222er Item-Level, das ist jetzt nicht super krass, aber ist okay. Ich habe mir jetzt halt entschlossen, dass ich jetzt die erste Season von Shadowlands, ne, dass ich mich nur über M-Plus equip, also ich raide nicht großartig und dementsprechend kriege ich halt immer nur ein Upgrade-Item über die Weekly-Chest und ja, das lade ich ja auch immer hoch, also wer das interessiert, was ich da kriege oder auch nicht kriege, kann da auch gerne reinschauen und da ist halt die Geschichte, dass das halt, ich dachte, es geht schneller, muss ich euch ehrlich sagen, aber es ist zäh, es ist ziemlich zäh, auch wenn man ein, zwei Auswahlmöglichkeiten hat, ist es zäh, wenn man dann drei oder viermal hintereinander Stiefel kriegt und dann noch ein Slot, wo man schon was hat, ist es ätzend. Aber gut, es war meine Entscheidung. Vielleicht mache ich es nächste Season anders. Was mir jetzt aber noch fehlt, um darauf hinzukommen,
Ich habe jetzt letztes Wochenende angefangen, mal ein bisschen in Raid reinzugehen. Ich habe mal die Quest, weil ich natürlich auch Quest für Other Things fertig sammle. Da gibt es quasi im Schloss Nasria viermal die Quest, dass du von Schlickhaus den Kopf holen musst. Ich habe jetzt am Anfang von der Expansion war ich dreimal, glaube ich, in der Instanz im NHC drin. Und jetzt habe ich halt, war ich letztens nochmal ein viertes Mal drin, um die Quest fertig zu machen. Und dann dachte ich mir, okay, dann kannst du jetzt auch HC reingehen, weil HC gibt es auch noch eine Chiefin. Dann war ich mit einer Random-Gruppe drin und wir haben halt zumindest 8 Bosse umgehauen. Ne? Jetzt muss ich die letzten beiden auch nochmal machen. Dann gibt es auch nochmal 10 Punkte. Das ist halt leider hier ein gestaffeltes Achievement. Also ne, es gibt keine 20, sondern 10 dafür. Dann hier nochmal 10. Ich finde auch, bis das Blizzard das vielleicht ein bisschen besser kommunizieren könnte mit den Punkten, dass es ein gestaffeltes Ding ist. Gut, hier kann man sich's denken, aber bei manch anderen Achievements ist es immer so ein bisschen, okay, egal. Und was mir dann natürlich noch fehlt, sind die Mythic-Kills. Ne? Also ich habe keinen einzigen Mythic-Kill und die letzten 2 HC fehlen mir noch. Aber ich denke mal, die HC sollten gehen, die Mythic-Kills. Da muss ich mir was überlegen. Mal schauen. Genau, also das sind die... Und jetzt fragt sich der eine oder andere, warum sind es 12 Achievements? Ich vermute, es gibt dann auch noch ein Achievement, kille jeden Mythic-Boss. Ne? Das wird aber dann erst angezeigt. Also es ist ein Hidden-Achievement, wenn du die HC-Variante hast. Vermute ich mal, dass es so ist. Dementsprechend sind das schon mal 12 von den 21. Also der überwiegende Teil, seht ihr, sind tatsächlich die Mythic-Kills, beziehungsweise halt noch die 2 im HC. Dann Berufe habe ich auch fertig gemacht. Ruf haben wir auch fertig. Weltereignisse haben wir auch fertig. Haustierkampf haben wir auch fertig. Da wurde ich letztens dazu genötigt, endlich mal das letzte Achievement zu machen. Das habe ich hier ein bisschen aufgeschoben. Warum auch immer, hat vielleicht eine Stunde maximal gedauert. Aber ich habe es ein bisschen aufgeschoben. Sammlungen habe ich auch fertig. Und jetzt kommt der letzte Punkt, wo noch was fehlt. Und das sind Erweiterungsfeatures. Und da fehlen mir 9 Achievements. Und ja, 2 davon sind in Torghast. Eins davon ist 250.000 Phantasma zu farmen und wenn man nicht gerade ein Worry ist, dann zieht sich das ein bisschen. Also Worry und ich glaube ein paar andere Klassen, die haben halt irgendwelche Fähigkeiten. Ich glaube Worry, wenn er irgendein Schrei wirkt und ein bestimmter Orb eingesammelt, kriegt er die ganze Zeit Phantasma. Also du kannst das Worry halt, keine Ahnung, gewundenen Korridor 20, 30, 40.000, 50.000, keine Ahnung wie viel Phantasma in einem Run machen und ein Normalsterblicher macht den gewundenen Korridor vielleicht 2 bis 4, vielleicht maximal 5.000 in einem Run. Also das ist halt eine Farmgeschichte, ne? Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Man wird ja wahrscheinlich das Soul Edge über das ganze Addon brauchen und ich könnte es natürlich jetzt hardcore outgrinden. Oder ich muss halt eh jede Woche 2 Dinger machen, um die Soul Ash weiterzuholen. Und im Moment habe ich noch andere Sachen offen, dass ich da noch ein bisschen warte tatsächlich. Dass ich immer die 2 in der Woche mitnehme und dann mal schaue. Und ja, das andere, was ich noch offen habe, ist hier das Achievement, wo man diese Orbs, also diese Orbs, die man bei dem Händler kaufen kann, auf verschiedene Mobs draufschmeißen muss. Und das ist leider buggy. Nicht bei allen Spielern buggy, sondern anscheinend bei Necrolord bzw. Necrolord Druids. Weil alle anderen kriegen halt bei bestimmten Mobs den Markt-Scheffler. Und ich habe es 20 Mal probiert. Ich kriege immer nur die Necrolord-Fähigkeit. Und ich habe mit allen möglichen Dingern das ausprobiert. Das ist schlichtweg buggy. Ne? Mit einem Twink habe ich es gemacht. Twink Druid, der beim anderen Covenant ist, da funktioniert es ohne Problem. Jetzt habe ich halt die Alternative. Wenn, dann mache ich das Achievement mit einem Twink oder ich warte halt, bis es gefixt wird. Aber... Ich sag mal so, das dauert schon ein bisschen, jede Orb einmal zu bekommen. Also wenn ich das mit Twink nochmal von Neuem anfangen müsste, dann wird es halt relativ lang dauern und irgendwie sehe ich das nicht ganz ein und außerdem will ich das Achievement mit dem Main haben. Aber ich muss gestehen, ich bin mittlerweile oder immer noch zu voll gewesen, mein Ticket zu schreiben und das anzubringen. Aber auch so ein bisschen nicht aus Trotz, aber so ein bisschen aus Resignation, weil ich halt weiß, wenn du irgendwie so eine Achievement-Sachen meldest, dann kann es sein, dass die nach einem Jahr immer noch buggt, weil Blizzard halt das, die haben halt andere Prioritäten, sagen wir es mal nett, ja, ich will nicht ausfallen werden, aber die haben halt andere Prioritäten. Gut, also hier sind es dann noch 2 und dann haben wir bei Pakt Sancten, fehlen mir insgesamt noch 5, 6, 7. Und das sind halt so Sachen wie zum Beispiel, bringe 3 Seelenbande auf Stufe 60. Bringe ein Abenteuer auf Stufe 60. Und ich würde jetzt schon sagen, also vielleicht ist bestimmt schon einer unter euch, der sagt, okay, ich habe meine Anhänger schon 2, 3 auf 60. Ich bin krass, ich habe da noch mehr durchgezogen als du. Aber ich meine schon, dass ich relativ gut durchziehe. Ich schicke eigentlich meine Anhänger fast durchgehend auf Missionen. Das Letzte, was ich abends mache, ist nochmal 10 Stunden Missionen, meine Anhänger loszuschicken. In der Früh dusche ich, schicke meine Missionen vor der Arbeit los. Ne? Und ich habe die eigentlich immer auf Missionen. Und zwischendrin, ne, über die App schicke ich die auch mal los, wenn die auslaufen. Also die laufen
fast durchgehen und ich schaue immer, dass ich die maximale LP rauskriege, aber ich habe halt noch nicht mal einen auf maximaler Stufe, ne? Der höchste, das ist jetzt hier mein, der eine Seelenband, der ist jetzt auf 54, der andere auf 53 und der hier ist auf 50, ne? Das sind die drei Seelenbande, die ich hochprallern muss. Die anderen habe ich auch schon ganz okay gelevelt. Okay, die Katze ist hier in mir drin. Ich habe viele schon auf 50 oder so zwischen 40 und 50. Einer ist jetzt noch auf 39, aber ihr seht, mein Durchschnitt, ne, was diese Typen mir immer abbilden, ist tatsächlich schon 50. Aber es ist halt sehr zäh und die brauchen halt immer mehr EP. Teilweise brauchen die dann am Schluss 20.000 EP, schätze ich mal. Also ich brauche jetzt hier schon 19.000 mit dem Seelenband. Das geht halt, ne, bis Stufe 30 geht es halt relativ schnell. Von 30 auf 40 wird es ein bisschen zäher, von 40 auf 50 wird es halt schon gut zäher und von 50 auf 60, das dauert richtig lang. Also die EP geht so steil nach oben, ne, was man dann braucht. Hier halt, ne, jetzt schon von 54 auf 55 brauche ich schon 19.000 und der hier, der 50 auf 51 braucht nur 15.000. Ihr seht, das geht fast, ne? Vier Stufen höher sind schon 5.000 EP mehr, also das zieht schon richtig an. Wenn ich jetzt irgend so einen Lone hier nehme, er hier, der braucht halt nur 7.000, um auf 40 zu kommen, ne? Also da seht ihr, das geht halt dann schon gut nach oben. Aber ich versuche jetzt, was ich vor ein paar Wochen noch nicht gemacht habe, diese drei zu priorisieren. Also sprich, dass alle EP-Missionen kriegen die immer ab. Ich schicke die immer auf die Missionen, die ihm quasi am meisten EP bringen. Ne? Da setze ich so ein bisschen die Prio drauf und mal gucken, ob ich die in den nächsten Wochen mal auf 60 prügeln kann, dass ich halt die beiden Achievements bekomme. Ne? Dann gibt es hier noch so einen Erfolg, dass man die ganzen Schlundabenteuer abschließen muss. Die ersten vier, wurde mir gesagt, die konntest du unter 50 ganz easy machen und die hier kommen anscheinend erst, wenn du ein paar Anhänger über 50 hast. Ich habe mittlerweile eine. Ich habe die jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen schleifen lassen, deswegen fehlt mir die eine. Ich hoffe jetzt, dass ich, wenn ich meinen Anhänger über 50 habe, dass ich die eine trotzdem noch kriegen kann. Aber ich werde wahrscheinlich in Covenant switchen, deswegen hoffe ich mal, dass das mich hier nicht noch Nerven kosten wird. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie fertig kriege, auch jetzt, wo ich quasi über diese Schwelle drüber bin. Anscheinend sind es drei Anhänger auf 50, das kriegst du die höheren Missionen. Aber nagelt mich nicht drauf fest, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Das habe ich noch nicht so hundertprozentig durchblickt. Genau, und jetzt kommen dann noch die paktspezifischen Geschichten. Ich habe dann noch das Achievement offen, dass ich jedes meiner Pakt-Features auf quasi Max bringen muss. Und da bin ich jetzt bei meinem Main so, dass ich alles auf 3 habe und das letzte Gebäude hier auf 4. Und ja, ich nehme es jetzt am Dienstag auf. Ich habe immer vor, das am Dienstag aufzunehmen. Am Mittwoch soll das Video kommen, also für die vergangene Woche. Heißt, morgen kriege ich wieder 20 Seelen und dann kann ich die Monstrositätenfabrik aufbauen. Also sprich, im nächsten Update, der dann irgendwann kommen müsste oder dürfte, ist es so, dass ich dann die Fabrik dann auf Max habe und dann habe ich das Achievement, weil, ihr seht, Ding habe ich, habe es hier ausgekappt, das Reservoir Anima, beziehungsweise Seelen mit, ne, 20 sind wir dann über die 70 drüber, passt das. Ich habe übrigens, was wir dann in den nächsten Videos noch machen werden, da werden wir uns dann Transmog kaufen. Ich habe nicht nur die 35.000 quasi eingezahlt, sondern auch noch ein bisschen mehr. Ich kann euch nicht sagen, wie viel das genau ist. Ich denke mal 10.000, vielleicht sind es schon 20.000, ich habe keine Ahnung. Da werden wir dann ein bisschen shoppen gehen, was dann auch hier im Collection-Update kommen wird. Ich habe noch ein bisschen was im Inventar. Ich farm, also das, was ich eigentlich hauptsächlich im Moment tatsächlich mache, ist mit 4 Chars Anima zu farmen. Und zwar sind das 4 Chars, bei den 4 Leder-Chars bei den 4 verschiedenen Covenants. Aber da werden wir später nochmal drauf eingehen. Genau, jetzt machen wir erstmal das mit den Achievements fertig. Und die anderen zwei Sachen, die ich dann noch habe, sind quasi die Hüte fertig zu basteln. 1-2 kann ich jetzt, glaube ich, so schon holen, aber die meisten kann ich halt erst bauen, wenn das Gebäude auf 4 ist. Und dann fehlt mir noch ein Mob. Den kann ich auch erst holen, wenn das Gebäude auf 5 ist. Sorry, nicht 4, 5. Ne? Und das ist das Meta-Achievement zu den beiden. Heißt, 1, 2, 3, 4 Achievements kann ich halt morgen machen oder besser übermorgen, weil es dauert dann wieder einen Tag, das Gebäude zu bauen, ne? Wenn ich dementsprechend das Gebäude auf Max geskillt habe. Und das sind halt Missionsgeschichten, ne? Das ist halt einfach ein bisschen,
meiner Meinung ein bisschen Gatekeeping, weil es halt meiner persönlichen Meinung viel zu lang dauert, einen Anhänger auf Max zu ballern. Wenn es jetzt über ein halbes Jahr dauern wird, um die hochzuballern, finde ich persönlich zu lange, aber naja, vielleicht sehen das manche Leute auch anders. Genau, das ist soweit die Achievement-Sache. Wie gesagt, es sind 21er Folge, zumindest die hier angezeigt werden. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, dir fehlen aber wahrscheinlich noch mehr, und das stimmt. Es ist nämlich blöderweise so, dass Blizzard es so gemacht hat, und das switchen wir mal auf den Twink, dass einem nur die Achievements angezeigt werden vom eigenen Covenant. Wenn ich jetzt hier bei dem Twink reingucke, ne, das ist ein Twink auf meinem zweiten Account, dann sagt er mir hier, dass mir noch 23er Folge fehlen. Prinzipiell, wenn man zwei Battle.net-Accounts auf einem WoW-Account, nee, zwei WoW-Accounts auf einem Battle.net-Account haben, scheren die alles miteinander. Es zählt quasi wie ein normaler Char, ne? Bloß, dass ihr jetzt nicht denkt, okay, andere Battle-Account, vielleicht ist deswegen was anderes. Nein, das zählt wie auf dem gleichen Account, ein Twink im Endeffekt. Und hier ist es aber so, bei denen bin ich, wie ihr seht, bei den Nightfee. Und alle anderen Achievements sind komplett gleich, ne? Also ich bin auch hier mit allem komplett fertig. Und es fehlen auch die gleichen Raid-Erfolge, ne? Die Mythic-Kills und das halt. Aber was halt anders ist, weil er bei einem anderen Covenant ist, dass er dementsprechend hier andere Achievements hat, ne? Also viele Sachen sind hier gleich, ne? Die Gebäude abbauen und so, die bei allen Covenants gleich sind, zählen hier auch rein. Und es ist auch, dass ich den Typen auf 60 bringen muss. Das ist alles gleich, aber die Covenant-spezifischen Sachen, die sind anders. Hier sind jetzt nichts mit irgendwelchen Hüten für Monstrositäten holen drin, und es ist auch nicht drin, dass ich jetzt noch eine letzte Monstrosität bauen muss, sondern hier sind jetzt halt andere Sachen drin, ne? Dass ich jeden Geist einmal da ausbrüten muss, oder dass ich hier eine Questreihe komplett abschließen muss, oder eine Ruffraktion tatsächlich, so eine Pilzruffraktion, dass ich die noch hochbasteln muss. Heißt, man hat quasi insgesamt vier verschiedene Erfolgsreiter bei vier verschiedenen Covenants, die man aber nur sieht, wenn man bei dem Covenant ist. Soweit ich das verstanden habe, wenn ich jetzt hier mit dem Char die Achievements abschließe für den Ardenwald und mit einem anderen Char auch die Ardenwald-Fraktion, also die Nightfee, nehme, dann habe ich die Achievements schon fertig. Ich sehe es bloß bei meinem Main nicht. Und das ist ein bisschen blöd. Es ist einerseits gut, weil Sachen, die man nicht machen kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich will einmal fix den Covenant und will ihn dann nie wieder switchen und will nur die Sachen sehen, die ich machen kann, dann ist es gut, dass die ausgeblendet sind. Ich würde es gut finden, wenn man es irgendwie hier einstellen könnte, okay, Covenant-Sachen ein- und ausblenden, dass ich die halt auch in den anderen Covenants auch sehe und dass ich dann eine Overall-Punkteanzahl habe, wenn ich die anderen mache. Weil jetzt könnte man ja sagen, okay, Blizzard, die sind doch bestimmt clever und die haben bei allen Covenants vielleicht nicht die gleiche Anzahl an Achievements genommen, aber es ist doch bestimmt die gleiche Anzahl an Erfolgspunkten, dass nicht ein Covenant mehr Erfolgspunkte hat als die anderen. Natürlich hat Blizzard das nicht gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, die interessiert sowas gar nicht, ne? Dass man halt halbwegs gleich aufgestellt ist. Manche Covenants haben halt irgendwie gefühlt 5-6 Achievements, und andere wie die Revendrest Fraktion, die hat halt 20 oder 30 Achievements. Sie haben zwar alle nur 5 Punkte, aber es sind natürlich trotzdem insgesamt wesentlich mehr Erfolgspunkte. Also sprich, wenn du am meisten Erfolge haben willst, müsstest du dann halt wieder zu den Ventier gehen, ne? Also, naja. Oder es könnte auch sein, dass die Kyrianer am meisten haben. Ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Auf jeden Fall sind die Punkte unterschiedlich, und das ist ein bisschen nervig tatsächlich. Ich habe aber schon angefangen, bei den anderen Covenants auch loszulegen. Und mit denen, wie gesagt, farme ich ja, also die Twinks, ne, mit denen mache ich keinen Plus oder so, also sie haben kein gutes Gear, aber zumindest fürs Worldquesten reicht's. Und hier habe ich halt auch angefangen, Reservoir-Anima zu farmen, und zusätzlich zumindest das, ne, ich habe jetzt nicht alle Gebäude hochgemacht, aber ich habe bei allen Twinks das Special-Gebäude auf 5 hochgeballert, sodass ich mir die Collectibles holen kann und eventuell auch die Achievements, die damit verbunden sind, ne? Heißt, ich habe den Gluthof bei meinem Ventier-Char auf Max. Ich habe das Konservatorium der Königin bei meinem Nightfeature auf Max, und ich habe die Pfad des Aufstiegs bei den Kyrianer. Ich weiß nicht, ob es so heißt. Ich nenne es Kyrianer Arena, weil ich mir den Namen nicht merken kann. Aber ich glaube, irgendwas mit Aufstieg und irgendwas mit Pfad war es, glaube ich. Also alles dieses habe ich auf Max. Ich habe bei allen schon ein paar Achievements gemacht, die so nebenbei kamen. Ich könnte wahrscheinlich die allermeisten abschließen. Ich bin mir bloß noch nicht so sicher, ob ich das nicht lieber auf Main machen will, weil bei vielen von den Special-Gebäuden dann noch Quests beinhaltet sind,
Und wenn ich Quests auf dem zweiten Account mache, dann trackt die Older Things wieder nicht. Und theoretisch wäre es nicht wichtig, aber wenn einem das wichtig ist, dass das Add-on halt quasi alles mitzählt und dass man da das abgehakt hat, dann müsste man es halt auf einem Account machen, beziehungsweise ich will es sogar auf dem Main haben für die Quests. Aber das ist eine Sache für später irgendwann. Das muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Genau, so viel dazu. Also nur, dass man auf die Geschichte mit den anderen Covenant Achievements eingegangen sind. Also ich kann es euch theoretisch dann auch noch zeigen. Es gibt hier, halt, das habe ich das Falsche aufgemacht. Warum das mit den Quests vielleicht ganz interessant ist. Es gibt auch einen Char-Ranking auf der Seite Data for Azeroth für Quests. Ne? Gut, ich bin da im Moment auf World 9 Rank. Da könnte man halt gucken, wenn man alle Covenants durchhoppt. Aber das ist wirklich so eine hardcore-nerdige Sache. Ob man die braucht, das mache ich vielleicht dann irgendwann, wenn ich Zeit habe. Ne? Da müssen wir mal gucken. Reputations bin ich leider abgerutscht. Ne? Da war ich auf Platz 1, weil ich relativ früh bei der einen Fraktion, bei der Monstrositätenflickerei, bei der Fraktion von den Necrolords oben war, aber da haben wahrscheinlich schon welche den Dings geswitcht und haben dann vielleicht die Necrolord-Fraktion hochgemacht und jetzt vielleicht schon die bei den Ventier noch zusätzlich, ne? Und dann kannst du halt nochmal eine mehr haben, 145. Das habe ich noch nicht gemacht, weil ich erst alle Collectibles bei einer Fraktion holen will und dann mit dem Main weiter switche. So, dann sind wir soweit mit den Achievements durch. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns die anderen Collectibles an. Und zwar würde ich sagen, machen wir es einfach der Reihe nach, hier mit den Mounts. Ich bin jetzt bei 704 Reittieren. Wie gesagt, vor Shadowlands hatte ich alle, also sind da nur Shadowlands-Mounts drin. Und ihr seht, obwohl ich so viele habe, sind da doch dann noch einige Mounts in der Liste. Und ich finde das hier so ein bisschen undurchsichtig, beziehungsweise unübersichtlich. Es sind laut All the Things noch 26 Mounts. Und das können wir uns auch einfacher anschauen über eine Seite. Und zwar schimpft sich die Simple Armory. Achso, was wir auch uns angucken können. Und zwar hier siehst du tatsächlich die Expansion Features. Und da siehst du die Erfolge, ne, die mir noch fehlen. Und da siehst du dann quasi auch die verschiedenen anderen Covenants, ne, was bei denen ist. Ne? Also hier beim Necrolord, dieser Monstritätenflickerei, gibt es halt nur 1, 2, 3, 4, 5 Erfolge. Ne? Und bei diesen Trials, ne, das ist die Koreaner Arena, da sind sie halt deutlich mehr, obwohl halt viele nur 5 Punkte bringen, aber trotzdem sind es halt wesentlich mehr. Und Ember Court, sagt er mir hier, ich dachte Ember Court war mehr. Das ist der Gluthof bei den Ventier. Und Queens Konservatorium ist bei den Nightfee. Hier wird nichts angezeigt, weil auf dem Char, wenn ich einlogge, werden die nicht angezeigt. Aber ich habe theoretisch von allen diesen Dingern ein paar. Aber da die beim Main ja nicht angezeigt werden, geht es nicht. Ich müsste wahrscheinlich, dass das angezeigt wird, dann, ich könnte mit meinen Twinks die kompletten Achievements machen und müsste mit dem Main dann einmal zu dem Covenant switchen, dann checkt die Seite, okay, ich habe die Achievements, wahrscheinlich, und dann könnte ich wieder zurück switchen, aber, naja, also deswegen bin ich nicht ganz glücklich damit, dass Blizzard die quasi per Default hittet mit jedem Char, mit dem du gerade nicht in dem Covenant bist. Aber gut, das ist eine andere Sache. Gut, wir wollten jetzt uns aber nicht die Achievements angucken, sondern wir wollten uns die halt Collectibles, die Mounts wollten wir uns angucken. Ich finde, man sieht es hier ein bisschen schöner als in WoW in-game drinnen, was da noch fehlt. Wie gesagt, die alten Sachen, die habe ich soweit. Uns fehlen jetzt quasi nur hier, nee, ich möchte jetzt keine GeForce-Treiber aktualisieren, danke fürs Angebot. Hier sehen wir jetzt quasi die ganzen Sachen, die noch fehlen. Also ich brauche zwei Sachen, einmal hier aus Dungeons. Es gibt zwei Dungeon-Drops und zwar gibt es einmal in der nekrotischen Schneise beim Endboss einen Mount zu einer 1%igen Drop-Chance. Ich bin jetzt zu übergegangen, seit ich das, ich habe ja hier das Mythic Plus 15 Mount, ne, also das habe ich schon gemacht. Ich habe ja jetzt nur über M+ mein Gear geholt und bin halt jede Woche eine bis vier M+ gelaufen. Habe so nach und nach das random hochgetigert. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht, übrigens zu dem Mount. Und dementsprechend, seit ich das M+-Mount habe, mache ich eigentlich
die nekrotische Schneise jetzt immer und versuche da das Mount rauszukriegen. Und bald, wenn ich so ein bisschen mehr Zeit habe, wenn das mit dem Anima-Farmen weniger wird, ich hoffe, wir sind bald soweit, werde ich beginnen und werde dann auch Mythic plus 0 mit den Twinks vielleicht laufen. Ich war letztes Mal schon einmal drin mit einem Twink, bin da durchgelaufen, war gar kein Stress und dann werden wir das mal so ein bisschen farmen. Also das hat 1% Dropchance bei Mythic und Mythic plus, ne, nekrotische Schneise beim Endboss. Mal gucken. Müssen wir uns mal ein bisschen hinhocken oder brauchen wir ein bisschen Glück. Dann gibt es hier noch einen Mount, was im Plagueful droppt. Das ist Seuchensturz auf Deutsch, ist dieses Dungeon. Stand heute, oder zumindest bei mir, weiß, glaube ich, noch keiner, wo man dieses Mount genau herkriegt. Es gibt irgendwie ein Video von der Beta, wo das irgendwo in so einem Schleim stand, wo man es anklicken konnte, aber so richtig weiß es anscheinend keiner. Falls es mittlerweile rausgefunden wurde und ich es einfach nicht mitgekriegt habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wo man es herkriegt. Ja, das ist einfach nur so ein bisschen, zumindest für mich, unbekannt. Ne? Dann die dreckigsten Mounts überhaupt. Das sind drei so Schwingen, die man kriegen kann aus einem Ei. Und das Ei kommt wiederum aus der Berufungskiste von den Necrolords raus. Also wenn du jetzt eine Quest hast, eine Berufungsquest, das sind ja immer diese täglichen Quests, wo du geh in die andere Zone und mache drei Worldquests. Ne? Und wenn es halt nach Maldraxxus geht, dann kann aus der Kiste das rauskommen. So, ich mache jetzt nicht ganz seit Release mit Main, ja, mit den Twinks vielleicht zwei, drei Wochen später, als ich die halt dann hochgespielt habe, aber fast seit Release mit 4 Chars jede fucking Beru... Naja, okay, vielleicht nicht wirklich jede. Manchmal lasse ich die Schlundsachen aus, weil ich mit den Twinks in den Schlund gehe. Da gibt es nichts Interessantes für mich. Aber ausgenommen Schlund, ne, habe ich jede fucking Berufungsding gemacht. Zumindest auf jeden Fall jede, die nach Maldraxxus führt. Und ich habe noch kein einziges von den Eiern. Und diese Eier wiederum haben dann eine Chance, dass sie diese Mounts droppen. Und das ist anscheinend random, welches drin ist. Es können halt 3 Mounts drin sein. Und das gibt's doch nicht, dass ich mit 4 Chars diesen Kack mache. Ne? Seit jetzt, es ist noch nicht ganz ein halbes Jahr, das Add-on raus. Aber zumindest so ein Viertel, ein Drittel Jahr oder so machst du das mit 4 Chars. Und ich habe noch nicht mal ein Ei gekriegt. Ne? Und selbst wenn ich ein Ei hätte... Also ich weiß jetzt nicht, ob zu 100% dann aus dem Ei ein Mount rauskommt, aber ich befürchte schon fast, selbst wenn die auf zu 100% da rauskommen und du das eine Random Chance ist, kann es halt auch noch sein, dass du zweimal die gleichen kriegst und dann falsch. Also das hier wird eine richtig langwierige und eklige Angelegenheit, vor allem wenn du dann 2 schon hast und nur eins brauchst und dann, wenn... Ich hoffe, Blizzard macht so, dass du dann das Richtige kriegen kannst und nicht dreimal das Falsche, was du schon hattest, aber ich... traue ihnen leider viele Sachen zu, ne? Und die Tatsache, dass ich noch keins habe, suboptimal, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir warten mal noch ab. Vielleicht, vielleicht tut sich da ja noch was und ich krieg demnächst mal eins. Ich glaube, ich habe schon, also mit beiden Accounts zusammen, ich habe schon über 100 Kisten abgegeben, da noch nichts drin. Also die Paragon-Mount habe ich alle easy gekriegt, ne? Paragon-Ding war kein Problem. Da dachte sich Blizzard diesmal, komm, die Paragon-Mount haben wir, kaum war jetzt mal die Chancen richtig hoch, alles kein Stress. Dann kam einer auf die Idee, ja, du, warte mal, wir müssen doch die Leute irgendwie ein bisschen abfacken. Ah, komm, lass bei den Berufungsquests einfach die Dropchance so niedrig machen und das System so abfuckig, dass die Leute trotzdem wieder abgefuckt sind. Aber wir können ihnen sagen, die Paragon-Kisten, die laufen. Also, ich glaube, so ähnlich lief das Ganze bei Blizzard und naja. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Dann habe ich hier bei den Nightfee, ne, habe ich sowohl die beim Ruhmhändler die Mounts, als auch die man über die Pack-Kampagne spielen kann. Und ich glaube, ich habe schon auch eins aus dem Konservatorium der Königin gelootet. Ich habe da tatsächlich schon 2, also eins, was ausschließlich da drin ist, glaube ich, und 2, was man quasi bei allen Pakten kaufen kann. Was mir jetzt noch fehlen, sind 2 Extra-Fraktionen. Einmal die Pilz-Fraktion, die muss ich nur auf ehrfürchtig hauen. Irgendwie habe ich die nicht gleich entdeckt gehabt, weil ich dieses Pilznetzwerk nie benutzt habe, aber ich bin dran, die hochzuballern mit meinem Twink. Da sind, glaube ich, 2 Mounts, ne? Welche von denen 5. Sitz sind, weiß ich nicht, aber 2 Mounts sind auf jeden Fall über diese Fraktion mit dem Pilznetzwerk und 2 sind über die andere, Hof der Nacht müsste die heißen, ne? Hof der Nacht. Und hier musst du den Hof der Nacht bei einem Char auf Max haben, der auch wiederum Nightfee ist. Das Gute ist, ich habe auch bei dem Twink, seht ihr, den Hof der Nacht auf ehrfürchtig, heißt, die Mounts könnte ich mir kaufen. Das mache ich dann aber demnächst. Erstmal muss ich noch ein bisschen Anima hochmachen. Das werden wir wahrscheinlich dann auch in einem von den nächsten Teilen vom Collection Update machen. Heißt, 2 Mounts von der Pilzfraktion, 2 Mounts von der
Hof der Nachtfraktion. Und ein Mount gibt es im Konservatorium der Königin mit einem epischen Samen, meine ich. Ja, und letztens wurde mir im Stream dann mal erläutert, wo man die epischen Samen herkriegt. Ich wusste das nicht. Ich habe halt immer nur die blauen gekriegt über die Missionen und über die Quests, ne? Und ich bin mit meinem Twink nie im Schlund gewesen. Warum soll ich auch mit dem Twink in den Schlund gehen? Letztens wurde mir erklärt, dass ich über die Schlund-Weekly-Quest die epischen Samen kriege, beziehungsweise die grünen über die Daily-Quest. Ich wusste das halt einfach nicht und ich habe das halt nie hinterfragt. Dachte mir, warum kriege ich denn immer nur die kackblauen Dinger? Ich brauche mal einen epischen langsam. Jetzt weiß ich das. Jetzt muss ich halt mit dem Twink auch in den Schlund gehen. Augenroll. Naja, gut, werden wir erledigen und mal gucken, dann kriegen wir es irgendwann demnächst. Bei den Kyrianern gibt es zwei Mounts für, glaube ich, 2500 Anima bei einem Händler zu kaufen. Du musst vorher aber ein Achievement machen. Du musst halt so einen Kampf, glaube ich, auf der zweithöchsten Schwierigkeitsstufe machen. Ich habe das Gebäude auf 5. Ich habe auch mit meinem Koreaner-Char 100 so ein Siegel. Das will ich mal alles in einem Aufwasch machen. Dann machen wir die Achievements und dann kaufen wir uns die zwei Mounts. Ich habe mit meinem, also ich habe mit den ganzen Twinks um die 30.000 Anima. Also das, wahrscheinlich hole ich mir das vorm Transmog. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Stress. Da warte ich halt noch, bis ich da mal die Zeit und die Muße habe, diese ganzen Achievements zu machen. Und ein Mount könnte ich mir bei dem Ruhmhändler kaufen. Da ist es aber so, dass das auch in so einer Kiste droppt, die man aufmachen kann. Ich mache die jeden Tag auf und ich sehe es nicht ein, bei diesem Rufhändler hier oben 5000 Anima zu zahlen, weil Anima grinden ist anstrengend. Ja? Wenn ich halt auch die Kiste hier unten aufmachen kann, die man als Kyrianer sich holen kann, wenn man den Anima-Kontaktor auf 1 hat. Ne? Und ich mache die jeden Tag auf, seit 3 Monaten oder so. Bis jetzt war es nicht drin. Das ist wieder so eine Low-Drop-Chance. Aber immerhin muss ich sagen, ist das auch beim Händler drin? Heißt, wenn du es halt einfach nie kriegst, ne? Wenn es jetzt noch 2 Monate dauert und es immer noch nicht habe, dann werde ich wahrscheinlich alles andere mir irgendwann mal gekauft haben, dann werde ich mir das Mount auch kaufen. Aber das ist das Letzte, was ich mir kaufe, weil ich es bis dahin mit dieser Kackkiste versuche. Ich sag's euch. Genau. Und dann haben wir noch die Necrolords als nächstes. Da kann ich ein Mount bauen, wenn ich das Ding auf 5 habe, ne? Dann kriege ich ein Mount. Ein Mount droppt von Tahonta. Und mittlerweile weiß ich auch, dass du dass du Nena mitnehmen musst. Das ist so ein Special Mob von der Monstrositätenfabrik, was du bauen kannst. Und mit dem musst du es anscheinend looten, sonst kannst du es nicht kriegen. Ne? Also, keine Ahnung, was ich bisher dabei gedacht habe, ob es wirklich der Fall ist. Zumindest wird auf WoW Head behauptet, dass es so ist. Ich mach's jetzt mittlerweile. Ich nehme jetzt Nena mal mit und hau ihn um. Das ist der einzige Rare Drop, den ich tatsächlich noch brauche. Und ja, mal gucken, den werde ich auch noch kriegen. Hoffe ich zumindest. Und die anderen beiden von der Monstrositätenfabrik, die kriege ich halt, Moment. Ja, sobald ich die Achievements da gemacht habe. Halt, wo haben wir's? Nee, Heldentaten, Erweiterungsfeatures. Packt. Es gibt sowohl von dem Achievement einen Mount, wie gesagt, sobald ich Einigkeit bauen kann, ne? Heißt auf 5 habe, morgen in dem Fall. Und beim Meta gibt es einen Titel und das andere Mount. Heißt, wenn ich den Mob baue, kriege ich das Mount und das Mount, weil ich dann alles fertig habe. Also 2 Mounts kriege ich dann, kann ich dann direkt eincashen. Ne? Also das sind einfach Achievement-Sachen und da muss ich halt das auf 5 upgraden, aber morgen habe ich ja die Seelen. Genau, so viel dazu. Und dann sind die Ventier-Sachen noch. Ja, also wie gesagt, ich weiß jetzt immer nicht, welches ist, aber mir fehlen 3 und ich habe mich mal grob informiert. 1 von denen kriege ich im Gluthof, wenn ich, glaube ich, die Gräfin auf Max Ruf habe, bester Freund. Und ich habe die Gräfin, glaube ich, schon auf Freund. Ne? Und ich dachte, nach Freund kommt bester Freund, aber anscheinend kommt zwischen Freund und bester Freund noch eine Zwischenrufstufe guter Freund oder irgendwie sowas. Also wird es wahrscheinlich noch 2 oder 3 Wochen dauern, bis ich sie auf bester Freund habe. Und dann kriege ich da einen Mount. Dann 1 kriegst du über das Spiegelnetzwerk. Da musst du das Spiegelnetzwerk auf 3 haben. Ich habe das Spiegelnetzwerk auf 1. Vielleicht muss ich das noch upgraden. Mal gucken. Dann brauche ich noch ein paar Seelen. Und ein Mount kriegst du von den Eingeschworenen, wenn du die auf Ehrfürchtig hast. Und natürlich habe ich mit meinem Main die Eingeschworenen auf Ehrfürchtig. Aber natürlich kannst du das nur kaufen, wenn du die Eingeschworenen auf Ehrfürchtig hast und Ventier bist. Heißt, Arschkarte gezogen, ich kann mir das Ding nicht kaufen, sondern ich müsste halt einen in meinem Ventier-Char den Ruf hochmachen oder ich müsste so lange warten, bis ich mit dem Char zu den Ventier-Switch das Mount kaufe und dann da halt irgendwas mache oder wieder weiter switch, ne? Also, ja, muss ich mir überlegen, wie rum ich es mache.
Und die restlichen Sachen sind hier im Konservatorium, also die von quasi von dem von Covenant-Zusatzgebäude, die kriegst du bei jedem Covenant-Gebäude anders. Bei einer Monstritäten-Frickerei kannst du einfach für Anima kaufen, wenn der R50 bis 5000. Bei der Kyriana-Arena waren es, glaube ich, 2500, also nur die Hälfte, aber musst du irgendwelche Achievements in der Arena vorher haben, also irgendwelche Kämpfe speziell gewinnen. Bei den Nightfee kannst du aus den Samen rauskriegen. Und die zwei habe ich aus den Samen rausgekriegt. Ich versuche, alle aus den Samen rauszukriegen, weil da muss ich kein Anima zahlen. Und ich meine, bei den Ventje kriegst du halt irgendwie aus den Kisten vom Gluthof raus. Ne? Aber da weiß ich nicht, wo ich welches herkriege. Ich denke mal, durch die Samen kriegst du am einfachsten, ohne Anima zu zahlen. Oder wenn ich am Ende die Samen nicht rauskriege, dann butter ich halt ein bisschen Anima rein, aber jetzt kaufe ich mir erstmal die anderen Sachen. Genau, also so, das ist die Mount-Geschichte, ne? Ding sagt mir, dass ich quasi 26 noch fehlend habe. Das wären wahrscheinlich 3, 4. Hier sagt mir es nur 24. Warum sind es hier weniger? Das Gladi-Mount ist hier auch drin. Spinne ist hier auch drin. Also PvP habe ich auch noch nicht gemacht. Ich muss nur Arena spielen, ne? Also hier ist dann das Gladi-Mount und das Ding-Mount noch offen. Ich bin gerade im Überlegen, warum sagt das was anderes? Ach, hier ist, glaube ich, der neue Hund noch nicht drin. Den habe ich mir übrigens schon geholt. Da muss ich bloß noch ein Video machen und Leute, die mich im Stream verfolgen, die wissen, dass ich die Sachen immer im Inventar lasse, bis ich das Video aufgenommen habe. Das dauert manchmal eine Woche oder so, dass ich zukomme. Dass ich es nicht vergesse, wenn ich es lerne, dann vergesse ich es. Also das habe ich auch schon geholt. Das ist der dritte Hund, ne, den man durch die Matz-Farmen holen kann. Und ja, den habe ich auch schon eingetütet, aber der ist, glaube ich, in der Simple Armory noch gar nicht drin. Jetzt weiß ich gar nicht, welches Mount. Aber da müsste ja trotzdem noch ein Mount hier drin sein, was im Ding nicht drin ist. Ah, das kann sein, dass hier vielleicht das eine Buggy-Mount noch drin ist, was in der Arena quasi nicht droppt. Ich müsste mal rausfinden, was da jetzt noch drin ist, was beim anderen nicht drin ist. Oder vielleicht habe ich mir auch erzählt. Soll ja egal sein an der Stelle. Manchmal sind hier dann auch Sachen drin, die vielleicht Beta-Content waren, die gar nicht ins Spiel reingekommen sind. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir aufs Nächste. Und zwar, das Nächste ist einmal dann Pets. Und bei den Pets sieht es auch schon sehr gut aus. Mir fehlen jetzt noch 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 Pets hier aus Shadowlands. Mir hatten letztens noch relativ viele gefehlt. Dann habe ich endlich bei Graf Drenatrius das Schwert bekommen. Und dann habe ich mir mal hier durchgeguckt, was jetzt noch einfach zu holen ist. Und habe mir die mal schnell angelacht. Und jetzt fehlen mir nicht mehr sonderlich viele, weil es gibt ja saumäßig viele. Ich habe eins bewusst ausgelassen, das ist das Murky Pet. Das hat man von der allerersten BlizzCon bekommen und das kriegst du nicht in-game, ne? Das kriegst du halt leider, oder hast du nur auf der allerersten BlizzCon gekriegt und mittlerweile kostet das Ding auf eBay 8.000 Dollar, Euro, keine Ahnung, also, oder mehr. Also es ist wirklich insane. Ich habe mir auch schon viele Sachen gekauft, aber das ist echt, das ist, glaube ich, so das teuerste Item, was du dir in ganz WoW holen kannst, ja. Also, ich habe es mal gesehen, da wollte mal einer 150 Millionen Gold für haben, ne? Also wenn es für Gold verkaufen, manche auch den Key, aber das ist krass. Das ist krass. Ich muss mal gucken. Also, Pet Battle-Viecher habe ich alle eingesammelt. Und das sind halt die Companions, die 8. Und diese Lucy, die kriegst du anscheinend irgendwie. Ich habe es noch nicht so hundertprozentig verstanden. Die kannst du im AH kaufen. Ja, so für 20k ist die im Moment auch von Turniers drin. Die sollst du aber irgendwie dadurch kriegen, wenn diese Berufungsquest ist, wo du so einen Anhänger ausbilden kannst, der nachläuft und irgendwas soll dann am Boden procken. Ich habe nur gelesen, dass es da eine Wiegauer gibt, die das anzeigt. Es soll irgendwie eine Quest dann geben, aber keine Ahnung. Das muss ich mich mal noch einlesen, das weiß ich schlichtweg noch nicht. Vielleicht kaufe ich es mir auch mal. Mal gucken. Dann gibt es zwei, die mir noch per Pet Charms fehlen. Die kann ich mir, glaube ich, beide bei den Kyrianern kaufen. Aber für beide brauche ich einen Achievement, auch in dieser Kyriana-Arena. Da müsste ich halt Kämpfe machen mit, keine Ahnung, allen Amuletten oder was es da nicht alles für Achievements gibt. Dann gibt es quasi noch drei, die bei Treasures droppen. Eins war, glaube ich, in Revendress in so einer Kiste, die nur ganz selten da ist. Das ist ein bisschen beschissener. Dann eins, war, glaube ich, das ist, glaube ich, in der Bastion in der Kiste, die da drin sein kann. Und
Ich glaube, das war das in Revengers, das war das in der Bastion. Und dann das Ding hier war, glaube ich, zu 100% sogar im Gluthof, wenn du irgend so ein Elementar tötest. Da müsste ich mal gucken, was ich machen muss, dass die Elementare auftauchen. Also es muss irgendein Boss-Elementar sein, der kann das anscheinend droppen. Die sind aber tatsächlich auch alle im Auktionshaus, kosten halt ein bisschen was. Dann den Larion hier, den kriegst du nur von Orestes, aber nur, wenn du Kyrianer bist. Und Orestes brauchst du in Anima Contactor 3, den ich mit dem Twink nicht hab. Und das ist immer ein bisschen nervig, da Gruppen zu finden für. Und dann habe ich hier noch einen... Oder war das das Pet, was von dem Ding droppt? Ah, das war das Pet, was da zu 100% droppt. Ja, anscheinend habe ich... Ja gut, das ist ja auch kein Guide hier, ne? Also nehmt es hier nicht für voll, es kann auch falsch liegen bei den Sachen, die ich noch nicht habe. Anscheinend habe ich jetzt was durcheinander gebracht. Dann war das das, was beim Gluthof droppt und wo ich das hier herkriege. I don't know. Muss ich mir noch einlesen. Werden wir sicher auch noch rauskriegen. Aber ich glaube, die meisten konnte ich tatsächlich auch im Auktionshaus kaufen. Jetzt gehen wir einmal kurz vor die Tür. Und schauen mal, welche drin sind. Aber die sind relativ teuer, meine ich, drin. Ne? Also, immer wenn was günstig ist, dann kaufe ich mir die Sachen. So 10.000 und drunter hole ich mir die. Hallo, hier sind ein paar Stealth-Leute. Mal gucken, ob ich eingehe. Lucy ist halt echt für 9.000 drin, ne? Wisst ihr was? Wir kaufen uns die Scheiß drauf. wenn es unter 10.000 ist, habe ich gesagt, kaufen wir. Der ist hier für... Warte mal, wir können auch mal nur Pets machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 Stück sind drin, einen kriegst du nicht. Ich glaube, der aus dem Gluthof ist nicht drin. Ah, jetzt weiß ich's. Hier Steini, hier ist Blizzard-Ding drin. Den hast du auch bei den Ventier gekriegt. Beim Reisenetzwerk. Stimmt, da musstest du das Reisenetzwerk auf 3 haben. Da hast du nämlich das Mount gekriegt, was mir fehlt. Und das Ding, deswegen muss ich es mal hochballern. Aber ihr seht, gut, das ging noch 20.000, aber die anderen kosten halt hier schon echt viel. Und vor allem der hier, ne, dieser Larion-Springer von Orestes, das ist halt richtig dreckig. Da könnte man sogar mit Gold machen. Also wenn ihr Ding seid, warum habe ich mir denn einen grünen gekauft? Das war dumm, hätte ich mir auch einen blauen kaufen können. Na gut, ich habe noch genug Pet Battle Sachen. Wenn ihr ein Kyrianer seid, haut jeden Tag Orestes um. Da mit dem Pet könnt ihr Asche machen, ich sag's euch. Einfach im Tool nach Orestes suchen, mit umhauen den Typen. Oder wenn ihr einen Anime-Conductor auf 3 habt, könnt ihr das machen. Das bringt nur Asche. Genau. So, okay. Dann fehlen mir jetzt noch 7 Pets, nachdem wir den einen gekauft haben. Wahrscheinlich kriegt man den richtig easy und ich habe 9.000 rausgehauen, aber... keine Ahnung. Ich habe auf Antonidas genug Goldcap. Don't care, dass ich 10.000 raushau. So, okay. Das war jetzt arrogant. Lassen wir das jetzt mal so stehen. Gut, jetzt gucken wir noch nach den Toys. Und zwar fehlen mir... Toys sieht es tatsächlich am besten aus. Mir fehlen jetzt noch 3 Toys. Unter anderem das unerschöpfliche lila Feuerwerk. Da habe ich ja zu BFA schon einiges zu gesagt. Das werde ich wahrscheinlich nie kriegen, weil das ein altes... Item ist, was man über eine Seite gekriegt hat, wenn man Punkte geholt hat, nachdem man TCG-Items eingelöst hat. Und sowohl das System mit den Punkten als auch die Seite, wo man das damals machen konnte, gibt es nicht mehr. Also du kannst auch keine Codes mehr da irgendwie kriegen. Also das Item, das kriegst du halt einfach nicht mehr. Ne? Das ist nicht mehr, irgendjemand zieht einen alten Code raus, TCG, und hat das noch, sondern diese Seite, wo man diese Punkte generieren konnte, die gibt es halt nicht mehr. Seit, keine Ahnung, 10 Jahren schon nicht mehr oder so. Oder Minimum seit 5-6 Jahren gibt es das schon nicht mehr, ne? Deswegen, ja, sieht es halt schlecht aus. Aber das sind die neuen Sachen, die in Shadowlands mir noch fehlen. Und das eine ist hier so eine Glocke, die aus Kisten rauskommt, die man in der Bastion aufmachen kann. Immer wenn dieses Event ist, tu einfach irgendwelche Sachen in der Bastion machen und musst so einen Balken vollfüllen. Dann kannst du World Quests machen, Rares killen, Kisten. Und dann sind immer diese Sonderkisten da und dann kann halt diese Vesper-Glocke drin sein. Dann habe ich nur eins, das kriegt man im Gluthof, wenn man einen Typen als bester Freund hat. Und da bin ich dran mit meinem Twink. Da dauert es aber noch 1-2 Wochen. Und dann gibt es hier noch eins, weil ich nur eine Questreihe von Konservatorium der Königin krieg. Und ich glaube, ich habe jetzt schon 6 oder 7 Wochen hintereinander, kann man immer eine Quest machen in so einer langen Questreihe. Muss man so eine Meditationsquestreihe machen und ganz am Ende kriegt man es toll. Und ich glaube, nächste Woche müsste die Woche sein, wo ich die letzte Quest krieg. Das ist immer eigentlich kein Stress. Du nimmst eine Quest an, musst an Arsch der Welt einen Button drücken und dann wieder abgeben. Das war's. Musst nur immer meditieren. Das ist echt nicht viel Stress, aber es ist halt gegated. Ne? Und nächste Woche müsste die letzte Woche sein, und da müsste ich es toll hoffentlich kriegen, ne?
Also, das hier ist gegatet über die Quest, das hier ist gegatet über den Ruf beim Ember Court, weil du kannst ihn nur einmal die Woche machen. Und gut, das ist so halbwegs gegatet, weil ich halt immer nur die Kisten aufmachen kann, wenn die bestimmte Berufungsquest ist. Ne? Also, naja. Aber es ist nicht mehr viel, sind noch 3 Stück, also ist echt gut. Echt richtig gut, genau. Dann sind wir tatsächlich mit den Sachen soweit durch. Holy moly, wir sind jetzt schon 15 Minuten dabei. Ich dachte schon, dass das lang wird, wenn ich die ganzen Sachen zeige. Ich versuche jetzt so ein bisschen schneller zu machen. Ne? Ich wollte eigentlich eine halbe Stunde ein Video machen, hat mal wieder gar nicht geklappt. So, jetzt können wir in All the Things an sich reingucken und ich würde sagen, wir fangen von unten an. Also Toys haben wir besprochen, Pets haben wir besprochen, Mounts haben wir besprochen. Ne? Sets wird hier angezeigt, das Arsenal von den Marasmius, das ist diese Pilze-Fraktion, die ich gesagt habe. Ne? Da kann man sich einen Waffentransmog-Token kaufen. Warte mal, bin ich mit dem anderen Char noch eingeloggt? Können wir uns das theoretisch kurz angucken. Und es gibt bei jedem Covenant so ein Waffentoken. So eine Waffentoken-Geschichte, ne? Und die kostet eigentlich bei den ganzen Covenants, soweit ich das in Erinnerung habe, immer 30.000 Anima. Heißt, wer schon mal am Anima-Farmen ist, der weiß, dass 30.000 jetzt kein Pappenstiel ist. Also, da bist du richtig beschäftigt. Minimum einen Monat, würde ich jetzt mal sagen. So 1.000 Anima kannst du am Tag ganz gut machen, wenn du die ganzen Worldquests mitnimmst. Schauen wir mal, wie es hier ist. Da unten, genau, 30.000 Anima kostet und du musst halt ehrfürchtig sein. Ne? Ich hink nur ein bisschen hinterher, also ich muss da noch ein bisschen Ruf farmen. Ich habe das jetzt erst mit dem Twinkie angefangen, vor kurzem. Und das Komische ist, irgendwie sind die anderen Sets hier noch nicht drin. Also es gibt auch bei den Necrolords und bei den anderen, glaube ich, dann auch so ein Waffenset, wo du dann viele Waffentransmog-Vorlagen bekommst. Deswegen sage ich, es sind nicht alle Sachen in All the Things drin. Die bemühen sich sicher, dass sie da alles reinpacken, aber in Shadowlands ist es halt einfach sehr, sehr viel. Also da sind manche Sachen tatsächlich einfach noch nicht abgebildet. Dann, was mir noch fehlt bei Secret, ist das Hundemount. Aber ne, ich habe das Inventar, also muss ich nur noch lernen. Da mache ich dann halt noch ein Video drüber, wie man das holt. Also das fehlt mir. Dann bei PvP fehlen mir ein paar Sachen aus Battle for Azeroth. Die kann man mittlerweile für Marken kaufen. Wo haben wir es? Hier, ich habe mir jetzt ein paar Ehrenabzeichen zusammengefarmt. Da habe ich auch schon ein Video gemacht. Die kann man ja mittlerweile über Ehre kaufen. Ne? 20.000... Ne, 2? Waren es 2.000? Ich bin jetzt gerade, ne, es sind 2.000 Ehre, ne? Brauchst du, genau. 2.000 Ehre brauchst du und dann kriegst du 5 Abzeichen raus. Und da habe ich mir jetzt schon ein paar zusammengefarmt, auch mit den Twings. Also ich habe jetzt wahrscheinlich overall so 600 oder so. Auf dem zweiten Account haben wir auch noch ein paar. Also ich denke mal, da kann ich schon ein bisschen shoppen gehen mit denen. Also hier muss ich mir die restlichen Sachen dann noch zusammenkaufen. Bei den, Shadowlands Sachen musst du dann halt über Ehre das machen, beziehungsweise halt auch Überoberungspunkte. Und ich muss ja jetzt dann bald noch anfangen, mal Arena zu spielen, um die Mounts zu holen. Heißt, da werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen was mitholen können, aber hier fehlt mir halt quasi, also Überoberungsabzeichen nur alles und Elite natürlich auch. Oh nein, es gibt auch Elite-Waffen für die verschiedenen Covenants. Ich hasse dich, Blizzard. Ich hasse dich. Also selbst wenn du Gladi machst, ne, dir die ganzen Elite-Sachen holst, kannst du dann halt auch nochmal, wenn du die Vorlagen haben willst, alle Covenants durchswitchen. Oh boy. Okay, also für Sammler ein Albtraum, ich sag's euch. Das fällt mir jetzt gerade erst auf, ne? Oh boy. Ich dachte mir schon, dass das hier ein bisschen ätzend wird. Weil schon beim normalen, Gear für Eroberungspunkte gibt es für jedes Covenant nochmal extra die Waffen, aber anscheinend gibt es das bei Dings natürlich auch, ne, beim Elite-Gear. Gut, das wird ein bisschen ätzender werden. Okay, na, mal schauen. Wir müssen ja noch gucken, mal ein bisschen gucken mit Arena. Gut, so viel dazu jetzt erstmal. Dann Flight Parts finden wir genau 2 Stück. Es ist halt so, dass jeder Covenant seinen eigenen Flugpunkt hat, ne, den nur der Covenant benutzen kann. Und mir fehlt halt deren Ardenwald und Revendrest, ne, die beiden, weil ich die beiden Twink Chars auf dem zweiten Account hätte. Man kann ja im All the Things quasi hier die ganzen Sachen accountweit einstellen. Heißt, wenn du es mit dem Twink sammelst, ist es hier auch raus. Ne? Ich habe meinen Kyrianer auf dem Account
Deswegen zählt das mit. Beim zweiten Account zählt das nicht mit. Der ist zwar im Battle.net, aber das Add-on checkt das quasi nicht. Das ist ein bisschen blöd, ne? Also ich müsste, wenn dann mit dem Char, dann auf den Covenant switchen, um den Flugpunkt zu holen, oder noch einen anderen Char auf den Covenant mir hochleveln, was ich wahrscheinlich irgendwann machen werde. Eins von beiden auf jeden Fall. Also das sind einfach nur Flugpunkte holen. Dann Erweiterungsfeatures. Beziehungsweise bevor wir da reingehen, ich mache vielleicht doch nochmal Show Collected Things rein. Weil mir gerade noch was einfällt. Was ich fertig gemacht habe, sind die Festtage. Ich habe alles, 100% alles bei den Festtagen fertig. Ne? Das war ja am Ende von BFA immer noch eine Sache, die offen war. Ne? Und das haben wir fertig gekriegt. Also was ich jetzt, die letzten paar Festtage, zum Beispiel das Valentinsfest war, glaube ich, noch was. Und Weihnachtsfest und so, da waren noch ein paar Sachen offen, die habe ich jetzt Gott sei Dank mitgenommen, also ich muss nie wieder die komischen Festtage machen, ne? Das ist ganz gut. Achso, und wisst ihr, was mir auch noch einfällt, ich wollte eigentlich anders hier anfangen, ich wollte euch eigentlich auch nochmal hier das letzte Collection Update zeigen, wo wir mit Dings aufgehört haben, mit BFA, da hatte ich ja am Ende, ich glaube hier waren Quests, glaube ich, nicht mit drin, meine ich, genau, hier waren Quests nicht mit drin, aber alles andere, und da hatten mir jetzt noch 112 Sachen gefehlt, ne, und was ganz interessant ist, hier waren ja unter anderem 44 Sachen bei Festtagen noch drin, ne, und eins bei Ereignis. Ich glaube, die beiden habe ich gemacht. Das ist auch rausgefallen. Und die Chief, also ich habe quasi die Ereignisse noch abgeschlossen. Das, die letzte Essenz, was mir eine hatte, mir noch gefehlt, die ist rausgefallen. Und die Chiefs waren so Heldentaten. Ich glaube, das war irgendwie Hota zu machen, also im RBG, ne? Aber ich habe kein RBG gespielt. Ich habe Hota schon gemacht und jede Season jetzt nochmal das zu machen, nur für die Heldentaten, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ne? Aber was ganz interessant ist, ich hatte bei PvP und bei Berufe noch ein einziges Ding drin und das ist mittlerweile weggefallen. Und wisst ihr, was das war? Es war das gleiche Teil, das sowohl bei Berufe als auch bei PvP drin war. Und zwar habe ich ja hier, ne, also ich habe alle Rezepte sowohl bei Schmied als auch bei Lederer komplett fertig, außer ein einziges, und das kann ich euch zeigen. Also, das ist nicht wirklich ein Rezept, das ist halt eher ein Upgrade-Ding. Und das ist hier der Dämonenstahl-Schulterstücke, und das ist quasi, das Rezept habe ich, aber Rang 3 habe ich nicht, und das droppt halt im Sieg auf einem Gewehr in Schlachtfeld, ne, also muss halt ein. Das droppt dann nicht beim ersten Sieg, sondern es kann halt random droppen. Das hat dann eine nicht so geile Drop-Chance. Du musst einfach RBG spielen. Und irgendwie, seht ihr das, hier ist es nicht mehr drin und Berufe ist auch nicht mehr drin. Irgendwie haben die das rausgenommen, obwohl mir das immer noch fehlt. Ich weiß nicht, ob die einfach gesagt haben, okay, das ist eine Sache, die irrelevant ist, weil es nicht wirklich ein Rezept ist, sondern nur ein Upgrade-Teil. Vielleicht haben die da ihre quasi ihre Standards geändert, das weiß ich halt nicht. Ne? Aber das ist so eine Sache, die tatsächlich anscheinend rausgeflogen ist. Genau. Gut, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ah ja, genau. Wir waren hier bei den Erweiterungsfeatures. Und ihr seht schon, das sind halt 999 bei Shadowlands, 2 bei der Garnison und 1 bei Battle for Azeroth. Und die waren vorher nicht drin, die haben sie anscheinend jetzt halt rausgegraben. Ne? Das sind halt 2 Quests. Es waren sogar 3 Quests. Ich habe gestern schon eine gemacht. Beim Heiligtum des Gladiators gab es halt eine Quest, die du halt abschließen kannst, wenn du es auf 3 hast. Und anscheinend habe ich die nie abgeschlossen. Ne? Und das haben die jetzt anscheinend irgendwo rausgegraben, dass es da noch eine Quest gibt. Muss ich nachholen. Und selbiges bei dem Gnomenwerkstatt. Beim Magierturm gab es auch eins. Das habe ich letztens gemacht. Den konnten wir auf 1 machen. Heißt, die Gebäude muss ich jetzt halt noch hochgraden auf 3. Und dann kann ich halt die Quests machen. Ne? Oder ich hoffe, dass ich die Quests dann machen kann. Und hier in Battle for Azeroth, da ist anscheinend irgendwie noch eine Quest rausgekommen bei Tyrande, die ich anscheinend auch nicht gemacht habe, in der Dunkelküste. Die muss man dann einfach nochmal kurz annehmen, dann kann man die, glaube ich, auch gleich wieder abgeben. Da muss man so eine Ansprache noch anhören. Also immer mal wieder kommen hier im Elder Scrolls irgendwelche alten Sachen raus, die sie entdeckt haben, die sie halt vergessen haben. Ne? Und ja, sonst sind halt hier jetzt die Sachen aus Shadowlands drin, die ganzen Covenant-Geschichten. Heißt hier, da ist das Ei zum Beispiel auch drin, ne? Mit dem, seht ihr, aus dem Tribut kommt es einmal raus und dann sind hier diese ganzen Mounts drin, beziehungsweise aus der großen Kiste kann das halt auch rauskommen. Das können halt alle Covenants kriegen. Also nicht nur ein Necrolord Covenant kann die Eier kriegen, sondern auch ein Kyrianer, einen Nightfear und irgendeinen anderen und Ventirchar, wenn er hier die Quest hat, ne? Wenn er nach Maldraxxus da ein paar Worldquests machen darf. dann sind halt jetzt hier ewig viele Geschichten drin.
bei den verschiedenen Gebäuden. Also ich brauche dann noch einen Anhänger hier oder die ganzen Erfolge, die man beim Pfad des Aufstiegs bekommt oder die Belohnungen, die man hier noch kriegen kann. Oder bei Händlern die ganzen Sachen, ne? Also die Mounts, die man bei Händlern kaufen kann. Die ganzen Transmog-Sachen, die man bei Händlern kaufen kann. Oh, da gibt es sogar auch grüne kosmetische Sachen. Okay. Dann, also da gibt es halt richtig viel, viel Gedöns, ne? Oder hier das eine Mount aus dem Schatz raus. Oder hier, da gibt es noch mehr Händler. So, das war jetzt die Händler beim Pfad des Aufstiegs. Ich habe da noch gar nicht so genau geguckt, ne? Weil ich die Achievements da noch nicht gemacht habe. Aber da gibt es halt sehr, sehr viel Content und da braucht man halt am besten 4 Chars mit der gleichen Rüstungsklasse, dass man sich da alles holen kann. Wir können das mal ein bisschen größer ziehen, dass man es vielleicht ein bisschen besser anschauen kann. Also ihr seht schon, da sind sehr, sehr viele Sachen drin. Und vor allem, was halt da ziemlich ätzend ist, sind halt auch die kompletten Waffen, die man jetzt hier, ne, aus dem LFR kriegt oder aus dem Normal HC oder Mythic Raid. Und vielleicht ist euch jetzt schon aufgefallen, dass mir hier nur 3 Händler angezeigt werden. Das ist so, weil aus dem NHC, HC und Mythic die Waffen Transmogs gleich aussehen. Wenn man jetzt seht, es gibt dieselben Waffen auch hier Mythic. Also ihr seht, es sind ziemlich viele Waffen, die hier drin sind. Ne? Also jede Waffenart halt, großartig. Und das gab es halt auch für die niedrigeren Schwierigkeitsgrade. Ich laufe aber mit den Twings, mit den 4 Twings, laufe ich auch jede Woche den LFR komplett durch, ne? Also bestimmt schon seit 2 Monaten oder so. Und da hole ich mir immer die Tokens, beziehungsweise aus dem Great Vault, aus der Weekly Chest, nehme ich dann auch immer die Waffentokens mit und kaufe mir die ganzen LFR-Vorlagen. Und dadurch, dass ich die LFR-Vorlagen kaufe, kriege ich halt HC und NHC auch angerechnet, ne? Und anscheinend bin ich bei den Kyrianern, wusste ich gar nicht, habe ich schon alle Vorlagen jetzt damit fertig. Und da geht halt viel weg, ne? Ich brauche nur noch die Mythic-Sachen, aber die kann ich im Moment nicht farmen, weil ich ja nicht am Mythic-Raiden bin. Genau. Jetzt will ich gerade gucken. Nee, das sind andere Sachen. Wahrscheinlich ist es bei den anderen Covenants drin. Zum Beispiel beim Necrolord habe ich, glaube ich, noch nicht so viel, weil da kann ich über den bei meinem Main nicht die Tokens nehmen in der Weekly-Chest, sondern muss halt das Gear nehmen, ne, das 226, was ich über im Plus spiele, weil ich den halt wirklich tatsächlich gearen will, ne? Und hier sind auch noch so Mounts drin. Da ist auch dieses Waffentransmog-Angelegenheitsteil. Und da steht 1000 Reservoir-Anima drin. Es sind nicht 1000, es sind 30.000. Und es kostet halt auch Anima-haltige Waffenfragmente, die man richtig scheiße farmen kann. Und zwar 750. Und ich würde fast behaupten, dass die 750 Anima-haltigen Waffenfragmente ätzender zu farmen sind als die 30.000 Anima. Und das mag was heißen, wohlgemerkt. Genau, und dann kann man jetzt hier mal gucken. Ah ja, seht ihr? Mal gucken hier, ne, das hier ist LFR, NHC und HC müsste das sein. Halt, nee, das ist nicht der HC-Typ. Das ist der HC-Typ. Seht ihr das? Und da fehlen mir die gleichen Sachen. Ein Dolch. Ah, das sind alles Dolche. Ah, okay. Da fehlen mir jetzt nur noch Dolche. Also 2 Waffentokens brauche ich hier noch, dass ich die fertig kriege. Und dann sind die alle raus, ne? Also da fällt dann relativ viel weg, wenn man ein Token hat, weil man halt immer da 3 Schwierigkeiten abdeckt. Mythic hat halt leider immer dann noch sein eigenes Aussehen. Dementsprechend fällt das nicht weg. Also da sind halt viele Sachen drin. Und was ihr jetzt vielleicht deutlich seht, Kryana und Necrolords sind am meisten weg. Und am wenigsten sind hier bei den beiden Fraktionen weg. Das Gute ist, ich habe ja die ganzen Paktkampagnen und die ganzen Quests und diese ganzen Sachen habe ich bei allen Covenants gemacht, aber es zählt halt nur Necrolord und Kyrianer hier rein, weil ich es auf dem Account gemacht habe und beim anderen habe ich es auf dem anderen Account gemacht, der halt auf selben Battle.net ist, also die Belohnungen, die Transmog-Sachen zählen rein und auch die Quests zählen auf den Char, aber das Add-on kann es halt auf dem zweiten Account nicht tracken. Ich könnte es zwar in einen Ordner rüberziehen, aber das will ich nicht machen, weil das kann zu Problemen führen und deswegen lasse ich es lieber tatsächlich. Ich muss halt wahrscheinlich einfach mal dann nochmal switchen mit dem Main und dann da die Quests nochmal neu machen und so ein Gedöns. Also hier ist es halt dasselbe, ne? Da sind dann auch die Achievement-Geschichten drin, die Flugroute. Hier seht ihr halt, da sind die kompletten Quests, ne? Seht ihr, wie viele Quests es sind? Das ist halt
auch alle Untergeschichten, also das macht halt sehr viel aus. Und hier dann halt auch wieder selbiges, die ganzen Upgrade-Sachen, die Anhänger. Und hier wird halt überhaupt, also hier ist es, wie ob ich noch nie beim Covenant war, mitgetrackt, weil dementsprechend das ja, wie gesagt, auf dem zweiten Account ist, ne? Also da sind auch die ganzen Anhänger offen und gut, bei den Händlern, da wird einiges getrackt, weil das Battle.net-Account weit ist, aber das meiste fehlt halt. Wenn ich jetzt reinschaue, zum Beispiel bei den Necrolords, da ist der Quest-Hub gar nicht, weil ich alle Quests gemacht habe. Bei den Kyrianern ist der Quest-Hub sogar auch nicht da. Da habe ich anscheinend auch schon alle Quests gemacht, ne? Das zählt da mit. Und ja, hier bei den anderen halt leider nicht. Da muss ich halt nochmal durchswitchen. Was fehlt mir? Torghast noch? Achso, das sind die Achievements. Und die Anhänger, die man bei den anderen Covenants noch sammeln kann, die ich zwar auf dem zweiten Account zum Teilweise gesammelt habe, aber wie gesagt, auch nicht reinzählt. Genau, also wir könnten jetzt hier natürlich auch nochmal weiter in die Untermenüs reingehen, aber es sind im Endeffekt die gleichen Sachen in grün. Ihr seht beim Ventier-Char, das ist wieder normal. LFR und HC habe ich auch schon Sachen bis auf den Dolch. Das Problem ist, ich habe bei meinem Ventier-Char, der ist ein Monk und der kann keinen Dolch, glaube ich, tragen zum Mock, sagt mir, wenn ich falsch lege. Und dementsprechend kann ich mir das mit dem Monk-Char nicht holen. Also ich muss eh nochmal mit einem Druid oder mit irgendeinem Char, der einen Dolch tragen kann, darüber switchen und den holen. Das ist ein bisschen blöd. Die anderen Sachen habe ich zum Glück schon geholt. Jetzt können wir mal gucken. Und der letzte, der noch fehlt, ist der Nightfee. Was habe ich da schon von den Sachen, vier Händler. Gucken, es gibt viele Händler, ne? Auch das Waffentransmog-Ding. Ah, hier. Da beim Nightfeature, da hatte ich noch nicht so viel Glück, ne? Da fehlt mir noch relativ viel. Da fehlt mir die Schildhand noch, Faustwaffe und ein Streitkolben. Ja, gut, geht auch. So, gut, so viel dazu. Dann schauen wir uns, machen wir das mal alles wieder klein. Also das da, ne, ist auf jeden Fall viel zu tun bei den Covenants. Ihr seht, da ist halt auch mit Abstand das meiste, ne? 1000 Sachen fehlen mir da. Erfolge werden noch 128 angezeigt. Das ist leider so, dass das so viel ist, weil bei den Achievements ist es immer so, dass alle Unterpunkte auch extra angezeigt werden. Seht ihr, wenn ihr zum Beispiel ein Achievement 31 Unterpunkte hat, wie hier, dass ich die ganzen Typen besiegen soll, dann sind es halt 31 Sachen, die mir fehlen. Also es sind jetzt nicht 105 Erfolge, sondern 105 Unterpunkte unter Erfolge, ne? Deswegen ist es so viel und da wären natürlich dann auch die Achievements, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, angezeigt, wo ich teilweise schon welche habe von den anderen Covenants, die auf dem zweiten Account sind. Genau, so viel dazu, aber das haben wir uns für vorher schon angeguckt. Dungeon Browser habe ich alles, keine Ahnung, warum das jetzt hier angezeigt wird. Ach so, ja, weil ich den Haken da wahrscheinlich nicht, habe ich rausgemacht. Ich glaube, ich muss einmal debuggen, sonst spackt es manchmal. Manchmal wisst ihr nicht. All das Dings ist leider ein bisschen buganfällig manchmal. Weltbeute, das sind halt einfach Sachen, die auf der Welt droppen. Diesen kann man alle im Auktionshaus kaufen, sind aber, obwohl es übelst die Rotz-Items sind, ne? Also eine 190er-Waffe, come on, wer braucht das heutzutage noch? Selbst mit meinen Gammeltwings. Okay, wahrscheinlich habe ich jetzt gerade eine schlechtere an, aber was hat der an? Schau, der hat eine 190er-Waffe an, die habe ich, glaube ich, von irgendeinem Rare gekriegt oder so. Also, du kriegst das Zeug so nachgeschmissen, wenn du deine Packkampagne fertig spielst, kriegst du auch schon 184er, glaube ich. Also, warum die noch so teuer sind, verstehe ich halt nicht, dass die halt teilweise 60, 70, 80, 90k kosten. I don't know. Aber für so viel will ich mir jetzt so einen Transmog-Teil nicht kaufen, weil das wird im Laufe des Add-ons wird bestimmt noch wesentlich günstiger. Bin ich mir relativ sicher. Also, die werde ich mir irgendwann kaufen, wenn es günstiger ist. Dann haben wir jetzt hier noch Außenbereiche und Dungeon und Schlachtzüge. Und ihr seht schon, Außenbereiche, ne, ist es halt irgendwie immer eins, ne, das sind wahrscheinlich irgendwelche Quests, die jetzt nachträglich noch gefunden wurden. Hier ist es eine Quest in der Kammer, das ist bestimmt eine Breadcrumb-Quest, dann eine hier bei Chromi, die anscheinend neu reingekommen ist, dann irgendein Schatz auf der Pandaria, ne, keine Ahnung, dann irgendeine World-Quest, die mir fehlt in der verheerten Küste. Also das sind lauter so Einzelsachen, die müsste ich mal nach und nach nochmal abklappern. Die haben sie halt jetzt dann noch rausgesucht, die von All the Things. Dann hier in Kultiras sind es die Season-Belohnungen, ne, die ich ja für die unter PvP auch schon drin waren.
aus den Seasons aus Battle for Azeroth. Die werde ich mir demnächst mal noch kaufen mit den Ehrenabzeichen. Muss mal gucken. Vielleicht machen wir es auch in einem von den nächsten Teilen mit von der kleinen Serie hier. Da werden wir uns dann mal ein bisschen was kaufen. Habe ja eh vor, dass ich jetzt dann in jeder, also in der ersten Folge, die geht jetzt schon lang genug, aber in den nächsten Folgen will ich mir dann immer einige Sachen kaufen. Ich habe ja sehr viele Währungen jetzt angespart. Und dann das letzte ist hier noch Shadowlands. Ne? Das sind 105 Sachen. Da brauche ich dann noch hier verschiedene Sachen von Rares. Das blöderweise ist, dass hier diese Quests, ne, das sind immer die Quests, dass man verschiedene Gestalten kriegt bei einem Night-Feature. Das kann ich auf meinem Necrolord-Main nicht machen. Ich könnte es jetzt auf meinem Night-Feature machen, der auf dem zweiten Account ist, aber dann zählt das hier nicht rein, deswegen bringt es halt nichts. Diese Waffe ist ein Aki-Dolch, der, weil es aktueller Content ist und Personal-Loot, da steht schon, not available in personal loot, heißt, ich kann das nur als Rogue aktuell looten, ne? Bis es halt Legacy Loot gibt, aber das gibt es wahrscheinlich erst in 2 Expansions. Heißt, ich muss meinen Rogue hochspielen und dann diesen Rare töten, ne? Sonst kann ich die Waffe hier nicht kriegen. Ne? Und das andere, da muss ich halt bei den Nightfedern sein, sonst kann ich das nicht machen. Dann gibt es hier Sachen bei Händlern. Da muss ich, das ist auch wieder so eine Quest, wo ich quasi bei den Nightfee sein muss. Das kann ich nur kaufen, wenn ich bei den Nightfee bin. Das ist eine Quest. Ah ne, das ist ein ganz normales Item. Das könnte ich mir, glaube ich, holen, oder? Aber wahrscheinlich ist das auch wieder ein Item, was du nur als Nightfee kriegst. Das kostet, also war nicht mehr. Aber vielleicht kann ich mir das kaufen. Und das ist wieder so ein Nightfee-Only-Ding, ne? Muss ich mal gucken, ob ich mir das vielleicht holen kann. Genau, und dann Zonen-Rewards. Gut, das ist einfach ein Zonenbeute. Mal gucken, nee, die kann man anscheinend nicht immer hart kaufen, die muss man wahrscheinlich selber grinden. Dann, was haben wir in der Bastion noch? Einen Hammer mit Stärke kriege ich nur mit einem Worry, DK oder Pala. Das ist das Pad, was man nur mit einem, von Orestes nur mit einem Koreaner kriegt. Gut, die Schätze, die könnte ich mal abfarmen, ne, und das ist das Pad aus dem Schatz und das ist die Glocke aus dem Schatz, ne. Die muss ich halt warten, bis die jeweiligen Schätze da sind, dass ich das farmen kann. Maldraxxus. Habe ich einen Agidolch, wieder nur mit Schurke holen. Das ist vom Tahonta das Mount, da bin ich dran im Moment. Droppt aber noch nicht. Dann habe ich eine World Quest. Tödliche Erinnerungen. Nur wenn tödliche Erinnerungen da ist, kann ein Rare spawnen und der kann, wenn du Necrolord bist, ein Item droppen. Diese scheiß World Quest, das ist die hier da vorne, ne, da kann der Mob das droppen, die ist halt nie da und ich krieg das halt nur mit meinem Necrolord-Char. Also heißt, ich habe dann auch nur eine Chance, weil ich nur einen Necrolord-Char habe. Also das ist ein bisschen mistig. Mal gucken, das ist halt eine Glückssache. Und das hier kriegst du nur mit einem Ventier-Char, den habe ich alle auf dem zweiten Account, ne? Das ist halt für eins von den Achievements für ein Ventier-Char, ist das ein Zonendrop. Das ist ein bisschen blöd, dass das hier... Also, die Sachen sollten sie... Ja, weiß ich nicht, dann vielleicht unter Covenant-Features packen oder ich weiß auch nicht, wie es besser wäre. Dann habe ich anscheinend noch eine Breadcrumb-Quest, das sieht man, dass das hier lila ist, in Oribos. Wahrscheinlich muss ich da irgendwann mal mit Party-Sing gucken, dass ich die kriege. Das wird wahrscheinlich irgendeine Start-Quest sein, mal gucken. Und wann habe ich in Oribos noch von den Händlern, die Rufhändler, ne, die halt... Ah ja, genau, das sind die Rufhändler... Die Sachen kannst du dann... Anscheinend gibt es da irgendwo einen Händler auch in Oribos. Ah nein, das sind die PvP-Waffen, oder? Ja, wahrscheinlich. Deswegen sind die hier drin. Die man... Ja genau, das sind die 200er PvP-Waffen. Die sind halt jetzt halt auch wieder x-mal drin. Einmal unter PvP und einmal hier, ne? Das sind gleich mal 43 Items, die das ausmacht. Also das Allermeiste, was tatsächlich hier noch drin ist, sind diese PvP-Waffen, die halt hier auch nochmal gelistet sind. Und hier sind dann halt nochmal die einzelnen Items, die eh schon in den Gebieten sind. Also in den Gebieten kann ich mir gar nicht viel farmen. Das sind wenn dann Covenant-Sachen von anderen Covenants oder von anderen Klassen. Ne? Mal Stärke-Sachen, mal Agi-Sachen, die ich halt nur mit anderen Klassen kriege, wenn ich die mir mal hochspiele. Also das ist auch ein bisschen verzwickt. Und die PvP-Sachen, puh, das wird ein bisschen ätzender. Genau, weil da muss ich mit den anderen Twings von den anderen Covenants wahrscheinlich dann auch gewertetes PvP spielen. Oder keine Ahnung, wie ich das machen soll. Genau, dann haben wir noch Dungeon und Schlachtzüge und hier fehlt eigentlich nicht viel, mir fehlt eine Waffe aus Classic, ne, diese ruchloses Messer, was halt im Moment, ich habe mal geguckt, das ist auf 2 Servern, ist es drin für 500.000, könnte man sich's kaufen, das Ding willst du nicht selber farmen, das hat die seltenste Dropchance im ganzen Spiel, also das ist beschissen hoch 3, das kannst du nicht farmen, wie gesagt, auf allen EU-Servern zusammen gibt es im Moment 2 Stück insgesamt und das Ding
ist seit Classic drin. Es ist nichts, was irgendwie neu reingekommen ist. Das gibt's die ganze Zeit schon. Aber es gibt 2 Stück auf allen EU-Reams. Also alle russischen, englischen, französischen, deutschen, ne? Tutti completi. Und ja. Manchmal sind noch gar keine drin, ne? Deswegen, ja, hier sagt's auch TSM Auction DB 0 Auktionen. Ja. Also das muss ich mir irgendwann mal auf einem anderen Server schießen. Farmen kannst du das, glaube ich, nicht. Und in Battle for Azeroth sind es halt die paar Sachen, die ich am Ende nicht mehr geschafft habe, ne? Bisschen was von Gahun HC, bisschen 2 Mythic-Sachen haben wir hier noch gefehlt. Da Saalor waren es noch ein paar Items, sind halt alles Waffen, ne? Wo ich dann mit anderen Klassen auch teilweise rein muss. Hier Stärkekolben. Gut, das Innenteil hätte ich mir tatsächlich noch holen können. Ne, aber ich wollte am Ende von BFA nicht mehr random die Mythic-Sachen raiden, weil das kannst du knicken. Ne, eine Waffe hat mir hier noch gefehlt. Im Palast, im HC hat mir hier noch 2 Sachen gefehlt. Das sind nämlich die gleichen Sachen, wie ihr seht, vom Aussehen zumindest. Genau, gute Mythic noch mehr. Das habe ich dann nicht mehr gemacht, dass ich da Hardcore gefarmt habe. Und Nihalota waren es noch einige Sachen. Ne? Da haben noch ein paar mehr gefehlt tatsächlich. Genau. Und ja, sonst sind es dann halt noch Shadowlands-Sachen, wobei es hier eigentlich geht. Und zwar, mir fehlt noch ein Teil von dem World Boss, ne? Dann fehlen mir aus quasi dem Schlachtzug, dem Schloss Nassuja, im LFR gar nichts mehr. Ich habe wirklich jedes LFR-Teil. Ein paar NHC-Sachen fehlen mir noch, wie ihr seht. Ne? Ich müsste mal vielleicht demnächst mal anfangen, ein bisschen NHC zu farmen. HC fehlt mir noch ziemlich viel, wie gesagt, ich war nur ein einziges Mal jetzt letzte Woche HC das erste Mal drin. Nicht um zu gieren, sondern einfach um einmal das Achievement zu haben. Also hier fehlt mir noch viel, vielleicht werde ich das auch irgendwann mal farmen. Und Mythic war ich ja noch gar nicht drin, also hier fehlt mir alles tatsächlich und auch die Achievements. Gut, und sonst sind es noch Dungeons und das Schöne ist aber, was vielleicht euch schon aufgefallen ist, es fehlen mir in allen Schwierigkeiten immer das Gleiche. Blizzard hat es diesmal so gemacht, dass in allen Schwierigkeitsgraden das komplett gleiche Item droppt, nur mit einem anderen Item-Level. Also es ist wirklich dasselbe Item, ich muss nur in einer Schwierigkeitsstufe das Item farmen und habe dann immer dementsprechend alle 3 Transmogs, ne, von allen Schwierigkeitsgraden. Heißt, wir können die Dreierregel anwenden. Ich brauche hier ein Item, da 3 Items, hier ein Item. Warum ich hier 7 brauche, habe ich keine Ahnung. Da muss irgendwas komisch sein. Ach, lass mich raten, das sind die, das ist das Mount drin. Ah ja, okay, deswegen. Wollte gerade sagen, 7, das kannst du nicht durch 3 teilen, da stimmt doch was nicht. Aber hier ist das Mount, ne? Das droppt halt nur im Mythischen, nicht im HC und Ding. Aber sonst musst du halt nur in einer Schwierigkeit gerade das holen und hast dann alles, die ganzen Sachen. Und das sind halt meistens hier, wie ihr seht, Waffen. Hier, ne? Die ich dann oft auch mit anderen Chars holen muss. Hier brauche ich zum Beispiel einen Rogue oder einen Enhancer zum Beispiel. Was brauchen wir hier? Da brauche ich einen Worry zum Beispiel. Das kann ich sogar als Druid holen. Das kann ich nur mit dem Rogue holen. Ne, also da muss ich dann wahrscheinlich ein bisschen die Klassen durchswitchen. Was haben wir hier? Da muss ich auf Heiler switchen. Das müsste ich halt auch wieder mit einem Enhancer oder Rogue machen. Also das sind halt dann so Waffen, wo man dann mit einer anderen Klasse ran muss, weil halt im Personal Loot du nur Sachen kriegen kannst, die du sinnig verwenden kannst. Nicht Sachen, die du transmoggen kannst, sondern die du sinnig verwenden kannst. Und ich kann halt als Druid nie eine Stärkewaffe sinnig verwenden, in keinem Spec. Und eine Agi-Einhandwaffe kann ich auch nie sinnig verwenden, weil ich keine 2 Einhandwaffen tragen kann, sondern nur einen Zweihandstab mit Agi und einen Zweihand Kolben könnte ich theoretisch auch noch verwenden, aber ich glaube, es gibt fast keine Zweihandkolben im Spiel, die Agi drauf haben. Oder eine Stangenwaffe mit Agi können noch verwenden, aber einen Dolch, eine Faustwaffe, einen Einhandkolben mit Agi, die kann ich alle tragen, auch transmoggen, aber die kann ich nie sinnig verwenden, deswegen können sie mir im Personal Loot nicht droppen. Und dementsprechend muss ich mir jetzt dann einen Twink hochspielen. Oder vielleicht kann ich auch schon beim Leveln der Twinks im Dungeon quasi die Sachen mir farmen. Das muss ich mal gucken, aber das wird noch eine längere Geschichte. So, Leute, ich habe jetzt ein bisschen Halsschmerzen. Das Video ging jetzt deutlich zu lang. Keine Ahnung, ob ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Jetzt seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand, wo ich mich befinde. Ich bin auch auf dem neuesten Stand. Habe jetzt auch einiges quasi nochmal dazugelernt. Ich habe jetzt das nie so ganz genau durchgeguckt. Das wollte ich mir auch ein bisschen hier fürs Video aufheben. Und ja, was euch jetzt die nächsten Male erwartet, deutlich kürzere Videos. Also das Einführungsvideo, das war jetzt halt verdammt lang. Ja, und dann vor allem habe ich jetzt vor, weil ich wahrscheinlich jetzt nicht
100 Items jede Woche farmen werde, einfach weil es auch ein bisschen kompakter das Ganze ist, wären wir so, ja, als Opening ist jetzt falsch gesagt, aber wir werden jetzt einiges an Währungen ausgeben und natürlich immer, ich werde euch das zeigen, was ich in der Woche halt Neues erspielt habe. Was ich halt machen will, was ich vorhab, ich habe ja relativ viel Anima, das habe ich euch vorhin schon gezeigt, ne, auf der Bank auch. Wir werden dann einfach mal gucken, wie viel es ist. Ich werde nächste Woche halt 15.000 ausgeben müssen hier für das Gebäude und dann werden wir beim nächsten Video, also in einer Woche, werden wir mal hierher gehen und hier das Zeug kaufen. Ich habe mir schon ein paar Sachen gekauft, die Mounts habe ich schon geholt, Pet habe ich schon geholt, Toy und so habe ich schon geholt, aber hier die ganzen Transmog-Sachen, die werden wir uns mal alle holen. Und bei den Twinks machen wir das dann auch so nach und nach und schauen, bis wir dann bei den ganzen Covenants hier mal fertig sind. Also hier gibt es dann noch einige Sachen. Ich habe mir zwar auch schon bei den Händlern das ein oder andere Transmog gehört, aber die meisten Sachen habe ich noch offen. Genau, also so habe ich es ein bisschen vor und ich hoffe, wir können hier noch ein bisschen was abarbeiten mit der Zeit. Und ja, damit sind wir tatsächlich durch. Solltet ihr Fragen, Anregungen haben, haut die gerne in die Kommentare und schreibt mir vielleicht auch gerne rein, ob ihr es bis zum Ende durchgehalten habt. Oder, gut, die Leute, die nicht durchgehalten haben, die sehen es sowieso nicht, ne? Wird mich auf jeden Fall interessieren. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt nach einer Stunde 20 Video, wo ich euch wirklich alles gezeigt habe. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in der Woche wieder. Und dann schauen wir mal, was ich von den Achievements und den anderen Sachen bis dahin einheimsen konnte. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.